Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dymo TV. Heute mit einem besonders spannenden Thema. Was das genau ist, das erklärt euch jetzt mal der Florian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dymo TV. Heute zeigen wir euch den World Cruiser XL mit einer bestimmten Zielgruppe, die man dort ansprechen muss oder möchte, nämlich die Leute im XL-Format, die Großen. Kössel World Cruiser XL für die XL-Leute unter uns. Wir haben hier ein Fahrzeug, ein Kastenwagen mit 6,36 Meter Länge, eine Außenhöhe von 2,83 Meter und dadurch ergibt sich eine Innenhöhe von 2,13 Meter. Ein einfacher Einstieg in den World Cruiser XL ist aufgrund der elektrischen Trittstufe ganz einfach möglich. Außerdem verfügt der World Cruiser XL dank des All-In-Pakets nicht nur über die elektrische Trittstufe, sondern auch über die Fliegengitterschutztür. Nun können wir einmal reingehen. Wenn wir uns das Ganze einmal von innen anschauen, haben wir im Fahrerhaus in dem Fall die Citroën-Basis. Die Citroën-Basis fängt preislich bei 45.855 Euro an und das Heavy-Fahrwerk ist inklusive. Außerdem ist dann der 140 PS Motor verbaut. Der Road Cruiser XL verfügt über die Funktion, den Fahrer- und Beifahrersitz zu drehen. Und nun kann ich mir mit meiner Familie gemütlich gegenüber sitzen. Dank des Alternativstischs wäre es nun auch möglich, ein weiteres Bett aufzubauen. Und gleichzeitig kann ich meine Arbeitsfläche vergrößern. Direkt gegenüber von der Sitzgruppe befindet sich der Küchenblock. Der World Cruiser XL verfügt über einen 2-Flammen-Gaskocher inklusive Hierzuzündung und ein Spülbecken. Außerdem habe ich einige Schubladen, um Küchenutensilien zu verstauen. Und direkt neben dem Küchenblock befindet sich der hochgesetzte Kühlschrank. Und unter dem Kühlschrank befindet sich der Kleiderschrank. Ich habe beim Road Cruiser XL, wie beim Road Cruiser normal, habe ich das Raumbad verbaut. Das heißt, an der Stelle, wo ich jetzt stehe, kann ich meine Dusche genießen. Ich kann aber auch zum Beispiel, indem ich diese Lamellentür schließe, die Räumlichkeiten voneinander trennen. Und so sieht die Toilette aus. Hey, nicht vergessen, uns zu abonnieren und unten die Glocke aktivieren, damit ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Dymo TV. Die großzügigen Einzelbetten befinden sich im Heck. Ich habe einmal eine Länge von knapp 2,10 Meter, sodass auch wirklich das Ganze für einen XL-Menschen kein Problem ist, hier gemütlich zu liegen. Und auf der anderen Seite habe ich eine Länge von 1,98. Die Breite ist 1,90. Oberhalb der Liegefläche befinden sich nochmal einige Schränke und somit Verstaumöglichkeiten. Das gleiche einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Kommen wir nochmal auf den Preis zu sprechen. Der Road Cruiser XL fängt preislich bei 45.855 Euro an. Da ist das Heavy-Fahrwerk inklusive. Dann kommt das All-In-Paket dazu, damit ich über eine Klimaanlage zum Beispiel verfüge, über die elektrische Trittstufe sowie die Fliegengitterschutztür und noch einige andere essentielle Sachen. Der Road Cruiser XL, so wie er hier steht, hat außerdem die Farbe Profondo Rot, welche aufpreispflichtig ist, verfügt über das dritte Bett, was ich hier in der Sitzgruppe aufbauen kann und hat noch einige andere Extras, so dass wir diesen Road Cruiser, so wie er hier steht, zum Beispiel für 52.937 Euro anbieten können. Und da haben Sie wirklich schon alles mit dabei, was Sie brauchen. Schauen wir uns nun den Road Cruiser XL nochmal vom Heck an. Der Road Cruiser XL hat eine riesen Verstaumöglichkeit unter dem Bett.
Auf der rechten Seite befindet sich der Frischwassertank und hier auf der linken Seite haben wir Platz für 2x11 Kilo Gasflaschen. Wenn ich mal etwas größere Gegenstände mittransportieren möchte, kann ich das Bett auch einfach auflösen hier hinten im Heck und hier hochkant verstauen. Und so habe ich die Möglichkeit, meine riesen Ladefläche zu nutzen. Das war eine kurze Einweisung in den Road Cruiser XL. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert das Video und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis bald!